Allah subhanahu wa ta'ala verspricht den Gläubigen das Paradies. Nutze deine Zunge dafür. Erstens das Gebet. Durch das Gebet sprichst du mit Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Schwester, mein lieber Bruder, nutze deine Zunge für das Gebet. Bete fünfmal täglich, lege deine Stirn auf den Boden und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. In dieser Position bist du ihm subhanahu wa ta'ala am nächsten. Zweitens, den Menschen helfen. Hilf deinen Eltern, deinen Verwandten und deinen Freunden. Wenn jemand etwas benötigt, dann weise ihn nicht ab. Die Gesellschaft besteht aus Geben und Nehmen. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Drittens, Dua machen. Das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Hast du Probleme? Hebe deine Hände und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und wünsche dir und der Umma das Paradies. Viertens, Ratschlag erteilen. Der Mensch braucht Ratschläge. Du brauchst Ratschläge. Wenn danach verlangt wird, dann gebe dem Menschen einen aufrichtigen Rat. Steh ihm bei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dien ist Nasiha. Fünftens, Koran lesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste ist derjenige, der den Koran lernt und weiterlehrt. Lese den Koran, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir spricht. Die Antwort findest du im Koran. Der Koran ist Balsam für dein Herz und deine Seele. Es beruhigt dein Nafs und gibt dir Energie. Du kannst den Koran noch nicht lesen? Dann hol es sofort nach. Du verpasst täglich eine gewaltige Belohnung. Deine Liebe zu Allah wird dadurch stärker werden. Dein Iman wird fester. Allah wird dich dafür belohnen. Sechstens, er lässt keine Ungerechtigkeit zu. Der Muslim liebt das, was Allah liebt. Und er hasst das, was Allah hasst. Er verabscheut es, lehnt es mit der Zunge klar ab. In Europa wird der politische Druck immer größer. Unsere Identität wird Tag ein, Tag aus angegriffen. Täglich negative Zeitungsberichte, Fake News werden verbreitet. Neue Verbotsforderungen. Diese Ungerechtigkeit dürfen wir nicht einfach hinnehmen. Siebtens, den Muslim erfreuen. Tu etwas für deine Geschwister, das ihnen Freude bereitet. Wünsche deinem Bruder das, was du für dich selber wünschst. Achtens, die Wahrheit aussprechen. Man spricht die Wahrheit, wenn es nützt. Und wenn einem die Wahrheit Schaden bringt, dann lügt man. Man verdeckt die Wahrheit, um einen Gewinn zu ergattern. Zum Beispiel beim Verkauf einer Ware. Lügen ist aber eine Eigenschaft der Heuchler. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet an der Wahrhaftigkeit fest, denn sie steht mit dem Guten und beide stehen im Paradies. Neuntens, Frieden stiften. Streit ist eine unislamische Tat und wird von Scheitan angefeuert. Es kappt Bindungen, sorgt für Scheidungen, gebrochene Herzen und Gewalt. Stifte Frieden unter den Menschen. Fast in jeder Familie gibt es Verwandte, die miteinander im Streit stehen. Versöhne sie miteinander. Mache dir vor einen Plan. Erzähle nichts weiter, was den Streit verschärfen kann. Vereine ihre Herzen, denn Streit führt ins Verderben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht erzählen, was eine höhere Stufe hat als das Fasten, das Gebet und das Almosen? Sie antworteten, doch. Er sagte, zwischen zweien Frieden zu stiften. Denn die Zwietracht zwischen den Menschen ist das Verderben. Zehntens, die Botschaft des Islam verbreiten. Verbreite den Islam, sei es mit der Zunge, durch die sozialen Medien, in der Moschee oder auf der Straße. Gebe dein Wissen weiter. Denke nicht, er kennt das bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala motiviert uns, Teil einer großen Belohnung zu werden. Rufe zum Wege deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen auf die beste Art.